Ahoi Lorik, geht's gut? Tipptopp, danke. Das ist deine Post. Als erstes zeige ich euch den Empfang. Hier empfangen wir jede Person, die zu Kolb kommt, hauptsächlich Besucher und Kunden. Dank der vielen Anrufe lernt man den Kundenkontakt kennen und das ist super für die Zukunft. Ich finde die Idee eigentlich gut, aber man könnte es auch... Oh, warte, wir haben Besucher. Ich rufe gleich zurück. Hier in der Abteilung Marketing kümmern wir uns um interne Umfragen und Broschüren für die ganze Kolb-Familie. In meiner Lehrzeit durfte ich unter anderem an einem Projekt arbeiten. Das wäre die Vitrine unten im Eingangsbereich. Kommt mit, ich zeige es euch. Am Design dieser Vitrine konnte ich die letzten paar Wochen arbeiten. Ich finde es besonders cool, dass externe Besucher die direkt sehen und meine Arbeit bewundern können. Im CS darf ich Bestellungen in unserem System erfassen, verfolge Aufträge und Auslieferungen und habe sehr viele Kundenkontakte. Aufgrund von internationalen Kunden und Arbeitskollegen kann ich hier meine Sprachkenntnisse sehr gut anwenden. An der Firma Kolb schätze ich besonders den familiären Umgang. Unter anderem pflegen wir eine Du-Kultur. Dank unseren gleitenden Arbeitszeiten stört es auch niemand, wenn ich mal einen Zug verpasse. Wenn deine Leistungen stimmen, dann unterstützt sich Kolb, dass du nach der Lehre noch hier bleiben darfst. In der Buchhaltung werden die Rechnungen, Mahnungen sowie auch Spesen kontiert und kontrolliert. Man bekommt einen Einblick in die verschiedensten Bereiche. Durch das Vertrauen des Praxisausbildners kann ich sehr selbstständig arbeiten und mir meinen eigenen Ablauf machen. Wenn du dich für das Thema Nachhaltigkeit interessierst, dann bist du der Raschig-Abteilung genau richtig. Wir organisieren die Projekte zum Thema Umwelt und Gesundheit. Jetzt hast du gesehen, dass wir der coolste Lehrbetrieb sind. Bewirb dich noch heute bei uns.